Hallo zusammen. Wir sind auf der Ordermesse des Einkaufsverband Bike & Co. Und dazu gehört die Marke Falter. Dann habe ich mir jetzt mal für 2013 so ein Modell rausgesucht. Das gefällt mir richtig gut. Also, unschwer zu erkennen. Ziemlicher Retro-Look. Ganz klasse Farben. Das gleiche gibt es auch noch mal in einem Schwarzton. Aber mir gefiel das hier nicht nur wegen den Farben oder wegen dem generellen Look. Hier sind ganz viele Komponenten dran, die ich richtig gut finde. Zunächst mal stabile Aluminiumrahmen. Das ist hier noch ein tiefer Einstieg, dabei aber auch durch diese doppelte Rohrführung sehr stabil. Tolle Bereifung da drauf. Big Bench von Schwalbe. Die sieht natürlich wirklich bei dem Rad richtig klasse aus. Das ist aber nicht nur der Rahmen. Früher wurden zu der Zeit natürlich Stahlrahmen eigentlich gebaut, heute Aluminium, sehr viel leichter dadurch das Rad. Ich zeige mal noch so ein paar kleine Details, die mir richtig gut gefallen haben. Angefangen beim Sattel. Sieht jetzt tatsächlich aus wie aus den 50er, 60er Jahren. Das ist aber aktuelle Cell Royale Technologie. Hinten hat man eine kleine Clip-Aufnahme und kann da auch beispielsweise eine Tasche oder dergleichen befestigen. Sehr komfortabel der Sattel, sehr gut gedämpft und wirklich auch für alle Anforderungen optimal geeignet. Dazu auch farblich passend oben die Lenkergriffe. Passt sehr gut alles zusammen, was dann sich auch beispielsweise hier widerspiegelt. Das hier ist das alte Falter-Logo. Das ist nicht mehr das aktuelle Falter-Logo, sondern die haben speziell für diese Retro-Design-Linie dieses alte Falter-Logo. Man konnte mir gar nicht genau sagen, von wann das kam. Ich schätze mal so 1954 müsste das sein. Da haben die das reingearbeitet. Ist richtig klasse auch speziell für das Rad. Hier bei der Tretkurbel habt ihr in die Kurbel reingefräst nochmal einen kleinen Absatz und da wird ein Falter-Leder, das ist tatsächlich Leder, ein Falter-Leder-Logo integriert. Hat mir richtig gut gefallen. Das Ganze gibt es jetzt mit einer Shimano Nexus, in dem Fall 7-Gang-Schaltung. Das gibt es aber auch noch mit einer SRAM-Automatik, also auch unterschiedliche Ausstattungsvarianten sind da erhältlich. Und wenn man hier mal auf dem Hof fragt, dann hört man immer eins, auch von den Bike & Co.-Mitarbeitern, boah, endlich mal ein tolles Retro-Rad, was wir jetzt mit der Marke Falter haben. Uns hat es auch richtig gut gefallen. Empfehlung wäre mal, zu eurem Bike & Co.-Händler zu fahren und da so ein Falter Probe zu fahren. Viel Spaß!